Hallo und herzlich willkommen bei Zauberfee fährt Wohnmobil RB und zum zweiten Teil unseres England-Urlaubs. Heute habe ich euch hier mal Zauberfee mitgebracht, weil da haben sich einige von euch zu Recht beschwert, dass die ja gar nicht mehr zu sehen ist. Also hier ist sie, gesund und munter, aber ein bisschen dicker als sonst. Genauso wie das Herrchen, das ist der Corona-Zuschlag. Man nennt sie hier auch zwischenzeitlich die braune Bratwurst von Hoffnungsthal. Zauberfee und Hund, das ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben nach England noch kein reisefreundliches Land gesehen bezüglich Hunde. Vor jeder Sehenswürdigkeit, jedem Shop ein Wassernäppchen, wenn nicht sogar eine Fressbar. Hunde sind also dort gerne gesehen, allerdings meistens nur in den Außenbereichen. Campingplätze, Restaurants, Sehenswürdigkeit im Außenbereich, überhaupt kein Problem. Innen drinne schon eher, also in den meisten Restaurants sind Hunde verboten. Draußen im Biergarten ja, innen drinnen aber nicht. Des Weiteren sollte man unbedingt seine Hinterlassenschaften, oder nicht seine, sondern die des Hundes, mitnehmen, weil das wird da in Anführungszeichen hart bestraft. Es gibt so ja Gebiete, wo das Mitführen einer Hundekackertüte obligatorisch ist. Macht man das nicht, kann man ab 70 Euro aufwärts Strafe bezahlen. Was einem von einem Englandurlaub auch nicht abhalten sollte, das ist der Linksverkehr. Der ist also gar nicht so schlimm. Ein bisschen problematisch ist es, wenn man auf der Landstraße in langen Linkskurven fahren muss und die dann womöglich noch rechts und links von Hecken begrenzt sind. Da kann man natürlich, wenn man auf der linken Seite sitzt hier, kann man gar nicht weit genug hineinschauen. Und da ist der Beifahrer ein bisschen gefordert, der muss einem dann Bescheid sagen. Hat bei uns aber teilweise dann auch nichts genutzt, weil wir haben in so einer Situation einen Außenspiegel leider verloren. Für die Fährüberfahrt haben wir immer so zwischen 250 und 300 Euro bezahlt, je nachdem, wie lange man vorausbucht. Je weiter man vorausbucht, umso preiswerter wird es. Ansonsten sind die Preise so wie bei uns und auch das ganze Milieu, wenn man das so nennen darf. Jetzt haben wir aber fast wieder genug gequatscht, ne? Zauberfischchen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Film an. Da habe ich noch so einen kleinen Vorspann aus dem ersten Teil vormontiert, damit der so ein bisschen im Zusammenhang zu sehen ist. Wenn ihr diesen nicht sehen wollt, müsst ihr ungefähr ab jetzt 3 Minuten vorspulen. Sicherlich fragt ihr euch auch, warum hier der einfach hier so einen Vorhang hingemacht hat, wo man gar nicht richtig in das schöne Wohnmobil hineinschauen kann. Das hat folgende Bewandtnis. Das sieht nämlich hinter dem Vorhang aus wie Sau. Ich zeige euch das mal. Da ist alles auseinandergenommen und demontiert. Mehrere Reparaturen und auch Umbauten, die ich euch natürlich alle hier in Kürze zeigen werde. So, jetzt geht's los. Macht's gut, bleibt gesund. Wir danken schon mal im Voraus fürs Zuschauen und würden uns natürlich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn es da heißt, Zauberfee fährt Wohnmobil RMB. Macht's gut, ich freue mich auf euch und Zauberfee auch, ne? Nicht so richtig, der will rein. Ja, meine Süße. In Teil 1 sind wir nach Ankunft mit der Fähre in Dover nachmittags nur noch zu dem Campingplatz Little Switzerland gefahren, haben dort ein leckeres Bier getrunken, um am nächsten Tag zur ersten Sehenswürdigkeit Bodiam Castle zu fahren, bekannt aus dem Film Ritter der Kokosnuss. Nach so viel Kultur noch etwas Natur, Weiterfahrt zur Küste, Beachy Head, an dem Ort, wo im Zweiten Weltkrieg die ganzen Radarstationen standen, und dann endete der Tag mit einer letzten Etappe zu unserem Übernachtungsplatz in Brighton. Nach einer ruhigen Nacht, der Platz liegt etwas außerhalb von Brighton, Weiterfahrt Arundel Castle, da hatten wir jedoch ein bisschen Pech, das Schloss war montags für Besichtigungen geschlossen. Ein wenig enttäuscht haben wir uns dann einen Übernachtungsplatz gesucht, Roxbury Caravaning and Motorhome Park,
um am nächsten Morgen nach Mottisfont zu fahren, ein altes Herrenhaus, bekannt für seine Rosengärten. Rund 60 Kilometer entfernt liegt Stonehenge. Hier muss man seinen Besuch aber unbedingt im Internet vorher anmelden, sonst hat man mit hohen Wartezeiten zu rechnen. Außerdem sind auf dem Gelände Hunde verboten. Von daher sind wir zum nächsten Übernachtungscampingplatz weitergefahren. Dieser Platz liegt nicht weit entfernt von einer Must-See-Attraktion, La Coque Abbey, bekannt aus Funk und Fernsehen. Genauso bekannt ist auch der nächste Ort, wo wir hingefahren sind. Sieht man jeden Tag im Supermarktregal, Cheddar Käse. Dort haben wir übernachtet und sind dann zu Montacute House weitergefahren. Ein Herrenhaus mit einer ganz tollen Gartenanlage und zugeschnittenen Hecken. Genauso schön wie das nächste Herrenhaus, Dunster Castle, das aber völlig anders in einem Palmengarten liegt. Bei Temperaturen um 35 Grad haben wir dann auf den nahen Campingplatz in Minehead für die nächsten 4 Tage einfach mal nichts getan. Nach so viel Langeweile dann ein Ausflug in den Exmoor Nationalpark, Tarsteps, eine alte Brücke und von dort Weiterfahrt über die Höhen des Parks nach Lynmouth mit herrlichen Aussichten und einer Fahrt in der wasserbetriebenen Küstenbergbahn. Den Rest des Tages und den nächsten Tag haben wir dann auf dem Mill Park Camping Site verbracht. Von dort sind wir nach Ilfracombe gewandert, auf einem sehr, sehr schönen Küstenwanderweg. Ja, und hier endet auch schon fast der Rückblick auf den Teil 1 unserer England-Rundreise. Nach der Besichtigung von Clovelly sind wir dann weitergefahren zu der Heimat von Zauberfee Tintagel, Merlins Höhle. Und hier schließlich bei einem Glas Bier dann der Kreis endgültig. Diese permanente Biertrinkerei, die schlaucht natürlich auch ganz schön. Von daher war nach Tintagel Dennis Cove Campsite angesagt. Ein Platz nahe eines kleinen Fischerdorfes, gelegen an einer wunderschönen Bay. Hier konnten wir leider abweichend von unseren Plänen nur eine Nacht übernachten, da der Platz total überbelegt war. Ansonsten gute Sanitäranlagen, beste Fähr- und Entsorgung. Der Engländer würde sagen, Full Service. Das Zentrum des in der Nähe liegenden Ortes ist auf einem sehr kurzweiligen Weg in einer Viertelstunde zu erreichen und mit einem ganz schnuckeligen Hafen, vielen Restaurants und Cafés entsprach er mal wieder ganz unserem Beuteschema. Wer viel trinkt, der muss auch viel laufen. Das haben wir hier sehr gerne getan, zudem wir sehr, sehr gutes Wetter hatten, fast schon zu gut, Temperaturen über 30 Grad, aber die ganz fantastischen Ausblicke in die Bay entschädigten uns mehr als genug. Hier seht ihr den Grund, warum wir eigentlich mehrere Tage auf dem Campingplatz bleiben wollten. Auf einer alten stillgelegten Bahnlinie führt ein Radweg über 25 Kilometer in das Landesinnere mit zahlreichen Attraktionen und Einkehrmöglichkeiten. Von daher war für den nächsten Tag wieder ein volles Programm geplant. 2 Sehenswürdigkeiten, zuerst St. Ives und dann Weiterfahrt zum westlichsten Punkt Englands, Land's End, mit Übernachtung auf einem nahen Campingplatz. Zunächst aber nach St. Ives. Mit dem Wohnmobil parkt man am besten etwas außerhalb der Altstadt und läuft dann dorthin herunter. Ein sehr großer Parkplatz, allerdings gebührenpflichtig, dafür aber mit einem ganz tollen Ausblick auf die Dächer von St. Ives und die Küstenlinie. Man läuft dann einen gut beschilderten Weg hinunter in die Altstadt, vorbei an einer schmuck geputzten Kleinstadt. Und die hat so ja eine kleine Fußgängerzone mit vielen Geschäften, insbesondere für Kleidung. Nähert man sich dann dem Strand oder dem Hafen, nehmen natürlich naturgemäß die Cafés und Restaurants zu.
Am Ende dieser u-förmig um den Hafen herum angelegten Fressmeile findet man dann noch einen kleinen netten Strand, an dem man sich mal wieder bei Temperaturen um die 30 Grad abkühlen konnte. Wir haben uns dann noch ein paar Mitbringsel gekauft, bei recht internationaler Auswahl, so ja, Paulaner war vorhanden, und sind dann weitergefahren zum Land's End Besucherzentrum, Fahrtdauer circa eine Stunde. Im Grunde genommen ist der westlichste Punkt Großbritanniens mehr oder weniger so eine Mischung zwischen Rummelplatz und Drachenfels im Meer. Da gibt es wesentlich schönere Küstenabschnitte. Aber wenn man schon mal hier ist, da muss man sich das auch anschauen. Und weil ihr so lange dran geblieben seid, bekommt ihr auch erstmal ein Küsschen von mir. Der Kölsche würde jetzt sagen, genug gebützt, das heißt übersetzt genug geküsst, und würde versuchen, auf einem Rundgang die Landschaftseindrücke zu speichern und auch mal nachgucken, ob wirklich am Horizont da irgendwo Amerika liegt. Wir konnten aber nichts erkennen. Wir haben nur jede Menge Gift und einen Imbiss gefunden. Ja, und dann hatte Zufriedenheit wieder einen Namen, nämlich Jürgen. Gut gelaunt haben wir dann den ausgesuchten, ca. 15 Kilometer entfernten Trevelyan Touring im Caravan Park angefahren. Ein Platz, der sich oberhalb der Steilküste auf einem fast baumlosen Wiesengelände befindet, aber mit dem Vorteil des direkten Zugangs zum Küstenwanderweg, den wir am nächsten Tag laufen wollen. Wir haben dann noch ein schattiges Plätzchen gefunden, eine Dose Bier aufgemacht und über den Sinn des Lebens und den Toilettenanlagen auf diesem Platz nachgedacht, die wieder mal typisch englisch durchschnittlich waren. Allerdings, der Fairness halber, es ist alles vorhanden, so ja, Waschmaschine, Trockner und so weiter. Mit einer Wanderung entlang des Küstenpfades wollten wir in drei Etappen das Minyek Freilichttheater besichtigen. Eine bizarr in die Felsenlandschaft eingebaute Freilichtbühne aus den 1930er Jahren für ca. 750 Zuschauer. Geschafft haben wir dann nur zwei Etappen bis nach Penfounder Beach. Es war mal wieder unglaublich heiß und auf einem Kilometer Wanderstrecke führt der Pfad gefühlte 10 Mal an der Steilküste hoch und runter. Belohnt wird man dann aber mit einem fast schon karibischen Ausblick auf Strände und Meer. Hier übrigens das Minyek-Theater im Hintergrund. Ich lasse die Bilder einfach mal wieder für sich sprechen. Eine wunderschöne Küste, ein wunderschöner Tag und Weiterfahrt zu dem wunderschönsten Campingplatz, Henrys Campsite, nahe dem Aussichtspunkt Lizard Point. Wer die Hippie-Zeit aus den 60er Jahren nicht kennt, bekommt hier eine 1A Lehrstunde. Wir empfehlen von daher bei der Auffahrt auf dem Platz unbedingt Jimi Hendrix und Along the Watchtower zu spielen. Man steht unter Palmen wie auf Ibiza, die gesamte Vegetation mediterran, mehr geht eigentlich nicht. Toller Blick aufs Meer mit Hühner, Apfel und ein Ei. Hier nochmal die ganz tolle Stimmung des Platzes. Ein Café ist auch vorhanden, natürlich alles im Stil der 60-70er.
Nur die Toiletten- und Entsorgungsanlage, die konnte mal wieder nicht so ganz überzeugen. Einzelheiten hierzu auf unserer Webseite in der Stellplatzkarte. Wir selbst haben uns dann aufgemacht zu dem nahen Lizard Point, wieder vom National Trust verwaltet. Und hier sind wir an dem südlichsten Punkt von Großbritannien. Nach der schönen Aussicht kann man dann später, wenn man es möchte, noch an das Meer hinuntergehen, über einen steilen Weg zu einer alten Rettungsstation und dort ein kühles Bad nehmen oder ganz einfach nur die kühle Brise genießen. War es auch wieder an der Zeit, durch die schmale Ausfahrt von Henrys Campsite hinauszufahren, um einige von den zahlreichen in der Nähe vorhandenen Gartenanlagen zu besichtigen. Wir hatten uns davon 4 Stück ausgesucht und die paarweise angeordnet mit einer Zwischenübernachtung im Triolan Coastal Holiday Park. Am ersten Tag stand Triba und Trellissy Garden auf dem Plan, am zweiten Tag dann The Lost Garden of Heligan und das Eden Project. Bevor ich euch die Bildsequenzen zu den einzelnen Gärten zeige, noch etwas zu dem Campingplatz, wo wir übernachtet haben. Ein mittelgroßer Platz, 60 Stellplätze auf einer großen Wiese oberhalb der nicht hier ganz so hohen Steilküste, reichlich Platz vorhanden und mit eigenem Zugang zum Strand in Anführungszeichen und dem Küstenpfad. Auf diesem kann man auch das in der Nähe befindlich kleine Dorf erreichen, Port Scarra, mit Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Hier seht ihr uns, wie wir gerade den Weg dorthin entlang gehen. Insgesamt ein sehr schöner Küstenabschnitt, wo man sich auch einige Tage länger aufhalten könnte. Ein nettes kleines Dörfchen und das alles erinnert ganz schwer an die Bretagne. So, dann geht's auch weiter mit der versprochenen Gartenbesichtigungsserie, angefangen mit Triba Garden, eine Anlage, die sich ca. über 600 Meter in einem Tal mit eigenem Strand bzw. Zugang erschließt. Es führen mehrere Rundwege durch das Gelände, so ein bisschen aufgeteilt nach Themen wie Wasser- oder Pflanzengarten. Neben diesen Springbrunnen, den Gabi gerade bewundert, waren die Highlights aber die wahnsinnig großen Bambuswälder, muss man schon fast sagen, in jeglicher Form und Art, mehr als ein Familienhaus hoch und die über mehrere Jahre zurechtgeschnittenen Farnbäume und das Ganze natürlich sehr gefällig in die Gartenlandschaft eingefügt mit kleinen Highlights wie Wasserfällen, Teichen und so weiter. Selbst Zauberfee war fasziniert von dieser schönen Gartenanlage. Von daher noch ein bisschen Musik dazu. Weiter geht's nach Trellissy Garden, etwas kleiner als Triba, ein parkähnliches Gelände, dominiert von einem Herrenhaus. Alles wieder in der Verwaltung vom National Trust.
Für das Herrenhaus und den unmittelbar anschließenden Garten mit seinem fernöstlichen Bewuchs sowie dem Gewächshaus hier ins Bild kommt, da muss man Eintritt bezahlen. Aber für das Außengelände und die große Parkanlage, die bis an das Meer herunterreicht, gilt dies nicht. Hier kann man ganz gut nach Besichtigung der inneren Gartenanlagen noch etwas weiter schlendern, zum Meer herunterlaufen und sich unter einen der zahlreichen Bäume ein schönes Plätzchen suchen und noch ein wenig abhängen. Zur Weiterfahrt an der Küste entlang nimmt man am besten die Fähre, aber Vorsicht! Die Flüsse unterliegen hier schon dem Gezeiteneinfluss und wenn da gerade Ebbe ist, dann erhöht sich auch der Böschungswinkel für die Auffahrt auf die Fähre. Wohnmobile mit einem langen Überhang, die können hier leicht stecken bleiben. Das haben wir einmal beim Kollegen gesehen. The Lost Gardens of Heligen hieß unser nächstes Ziel. Eine der bekanntesten Gartenanlagen in England. In Deutschland würde man das Ganze mehr unter der Rubrik Freilichtmuseum führen. Daneben der eigentlichen Gartenanlage mit einem riesigen Dschungel, Hängebrücke und so weiter auch noch andere landwirtschaftliche Themen erklärt werden. Das zeige ich euch gleich, aber alles. Auf dem Gelände gibt es auch einen sehr schönen Campingplatz, den wir allerdings nicht benutzt haben. Für die Besichtigung des gesamten Areals sollte man sich durchaus einen ganzen Tag frei halten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt mehrere Einkehrmöglichkeiten, Kioske, Cafés, Grillstationen und so weiter. Besonders bei schlechtem Wetter bietet sich dann ein Besuch der von uns zuletzt angefahrenen Gartenanlage an. Das Eden Project, ab dem Jahr 2001 erbaut, besteht es aus einer großen Außenanlage und mehreren Glaskuppeln, den Biomen. Von einem großen, etwa 300 Meter entfernt liegenden Parkplatz erreicht man dann das Besucherzentrum und hat von dort Zugang in diese Kuppeln, die mit verschiedenen Klimazonen seltene und alte Pflanzenarten erhalten, sowie die Besucher über die Nachhaltigkeit informieren sollen. Mit einem Imbiss im Eden-Projekt beendeten wir dann auch unsere zweitägige Gartenbesuchsserie und fuhren weiter. Circa 200 Kilometer zur Jurassic Coast bei West Bay.
Auf dem Weg dorthin wollten wir uns noch zwei Sachen anschauen. Einmal den Lüdford George und das Castle Drago. Unser Endziel zur Übernachtung, das war dann der Campingplatz Reston Copes Holiday Park. Auf dem Weg zum Lüdford George sind wir auch mal wieder mit der Fähre gefahren und hier kann man ganz gut sehen, wie niedrig der Wasserstand bei Ebbe ist und sich der Auferwinkel auf die Fähre dadurch erhöht. Das war auch die Örtlichkeit, wo der Kollege sich festgefahren hatte. Nach ca. 2 Fahrstunden hatten wir dann den Lüdford George erreicht. Es handelt sich hierbei um eine begehbare Schlucht, landschaftlich sehr reizvoll gelegen, allerdings mit vielen Stufen und Treppen. Und am Ende ist dann ein Wasserfall zur Besichtigung vorhanden, White Lady genannt. Nach diesem schönen Naturerlebnis dann noch ein bisschen Kultur, und zwar Castle Drogo. Die Fahrt dorthin, zuerst noch durch Ortschaften mit breiten Straßen, aber dann, als es auf das Land hinausging, wurden diese immer enger, mit hohen Hecken rechts und links, die ein vorausschauendes Fahren fast unmöglich machten. Und ich muss auch einmal umkehren, weil ich mich in einer engen Straße festgefahren hatte. Irgendwann hatten wir es dann aber doch geschafft. Von dem Besucherzentrum konnten wir dann einen ersten Blick auf das Schloss werfen. Übrigens noch gar nicht so alt, 1910 erbaut und seit 1974 vom National Trust verwaltet. Zum Schloss oder Herrenhaus selbst führen mehrere Wege durch eine sehr schöne Gartenanlage. Alleine hier kann man schon einen halben Tag ohne Langeweile verbringen, mit raffiniert angelegten Beeten und farbenfrohen Blumenfeldern. Das Gebäude konnte man auch von innen besichtigen. Die gerade durchgeführten Renovierungsarbeiten taten dem Ganzen aber keinen Abbruch. Die wurden einfach in die Führung integriert. Und dann auf zu dem von uns ausgesuchten Campingplatz Reston Copes Holiday Park, etwas weiter im Landesinneren gelegen. Aber wir wollten es ja auch ruhig und vor allen Dingen schattig haben, denn es war immer noch teilweise unerträglich heiß mit Temperaturen weit über 30 Grad. Diese Voraussetzung erfüllte der Platz sehr gut. Großes Wiesengelände, direkt am Wald- und Flussrand gelegen. Übrigens da hinten, wo das Zelt steht, da standen wir in der Ecke mit direktem Zugang zu einem kleinen Rundwanderweg an einem Fluss entlang. Hier ist der Eingang zu sehen. Vernünftigen Toilettenanlagen, Ver- und Entsorgung. Und die Küste war auch nicht weit weg, so circa 1200 Meter. Dort haben wir dann zwei sehr schöne Wanderungen unternommen, einmal nach West Bay und einmal zu dem etwas näheren Burton Bradstock. Der Weg dorthin führte vom Campingplatz aus durch ein Maisfeld, immer an einem Fluss entlang. Da konnten wir auch mal wieder unserem Hobby nachgehen, dem Geocaching, das wir im Urlaub sehr gerne ausüben. Man bekommt dadurch viele interessante Örtlichkeiten gezeigt, die man als normaler Tourist gar nicht ansteuern würde.
Nachdem man das kleine, dem Campingplatz vorgelagerte Dorf durchquert hat, gelangt man dann zum Strandbereich des Burden Bradstocks mit seinem offiziellen Badestrand und, was uns natürlich ganz entgegen kam, auch mit einigen Restaurants. Da war natürlich Ausprobieren angesagt, aber in meinem Gesichtsausdruck, da spiegeln sich schon die hohen Temperaturen, die wir hatten, ein wenig wider. Trotzdem war dann am nächsten Tag eine Wanderung auf dem Küstenweg nach West Bay angesagt, insgesamt ca. 7 Kilometer. Hin sind wir oben auf der Steilküste langgelaufen und zurück dann wieder zum Campingplatz unten am Strand entlang. Rückwirkend betrachtet eine sehr schöne, empfehlenswerte Wanderung mit tollen Aussichten und natürlich Einkehrmöglichkeiten in West Bay und auch einem Strandleben, ja, wie in Spanien. Werdet ihr gleich sehen. Etappe in Großbritannien zu einem Campingplatz, Slinfold Caravaning Club, sind wir noch bei der Sehenswürdigkeit Dordle Door vorbeigefahren, die so circa auf dem ersten Drittel unserer Fahrstrecke von 180 Kilometer zum Campingplatz lag. Um Dordle Door zu besichtigen, muss man auf einem vorgelagerten Parkplatz bei einem Campingplatz parken und dann auf einen ca. 1 Kilometer langen kammähnlichen Pfad mit guten Ausblicken auf die Steilküste und den vorgelagerten Riffs und Inseln weiterlaufen, bis man dann plötzlich um die Ecke kommt und da steht dann Dordle Door. Ein Durchbruch im Felsen, ähnlich wie im gegenüberliegenden Frankreich, Fécamp. Aber ihr seht es da an dem Strand, das war überall unglaublich voll und deswegen sind wir auch von unserem Plan abgewichen, ein Stück des Küstenpfades lang zu laufen, sondern sind direkt zum Campingplatz Slinfold Caravaning and Motorhome Club weitergefahren. Ein Platz nur für Clubmitglieder, im Grünen, alter Baumbestand, gute Toilettenanlagen, Ver- und Entsorgung. Den haben wir ausgesucht, weil der an einer alten, stillgelegten Bahnlinie liegt. Laut Reiseführer sollte man auf der ganz gut mit dem Fahrrad bis zur Küste fahren können, aber wir sind nur bis zum nächsten Ort Bremberg gekommen. Bis dahin waren es ca. 20 Kilometer eine Tour und weiter sind wir nicht gekommen, weil das gar kein Radweg war, eher mehr so ein Trailfahrt für Mountainbikes eventuell geeignet, aber nicht hier so für Tourenfahrräder wie unsere. Gut geschüttelt, aber nicht gerührt, sind wir dann noch in eins der zahlreichen auf dem Weg liegenden Cafés eingekehrt. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen hat sich dann Gabi lächelnd an die letzten 4 schönen Wochen in England zurückerinnert, denn wir mussten am nächsten Tag wieder nach Hause fahren. Zuerst nach Dover und mit der Fähre über den Kanal und dann die restlichen 450 Kilometer auf den Landweg über Brügge, Brüssel bis nach Köln und unserem Zuhause.